So, ich bin auch immer im Knast. Schön, dass du es einsiehst, jeden Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Also. Bestimmt immer nachts durch die Gitterstäbe mit der Hand. Schubkarre. Und streichelt das Rad drin. Allein deswegen. Du kommst mit einer Geldstrafe davon. Wir versuchen es. Aber deine gezinkten Würfel durftest du behalten. 7 ist gut. Gemeinschaftsfeld. 7 ist gut. Ich hatte Geburtstag. 7 ist gut. Was sagt das Jahr? Was sagt mir die Spannung? Und das ist so. So, mir sagt das. Gut, kann ich zahlen. Habe ich bezahlt, sehr schön. So, wie viele Felder brauche ich denn jetzt? Ich brauche eine 4. Ja, eine 4. Eine 4 oder eine 11? Na dann eine 12. Ne, eine 12 wäre schlecht. Also eine 4 oder eine 11? Irgendwo auch unsere Gebäude von der Karte aus. Wir haben noch keine Gebäude aufgezogen. Nein, die wir dann immer sehen, mit wer ist wie weit, ob wir die von hier aus auch sehen können oder nicht. Da kannst du es immer sehen. Wenn zum Beispiel der große Zylinder da steht, also da steht aktuell der Zylinder. Nein. Aber die Gebäude immer hoch. Ach so, nee. Die meine ich, ob man die vielleicht sehen kann. Nee, leider nicht. Das ist eine andere Karte. Genau. Oh. Das ist eine andere Stadt. Karte. Auch gut. Ach ja, wie viel verhandelt wird heute? Ja. Oh je. Apropos Verhandlung. Mit wem verhandelt er jetzt gerade? Mit dem Schlachtschiff, ne? Ja, mit mir. Kevin, erzähl mal was. Inwiefern? Was tust du gerade? Das sind knallharte Verhandlungen. Ja, genau. Weil im Endeffekt, ich darf ja nicht mehr reinwirbeln. Also von daher, ne? Wenn ich dich frage, aber ja, dann ist okay. Ja. Nein. Ich möchte gerne die Wiener Straße haben, weil, ja, dann habe ich endlich alles komplett. Ich würde auch, ja, über die Hälfte mit deinem Leben zufrieden. Das ist in meinem Leben. Dann kann er endlich einen Stand für Würste aufmachen. Ja. Dann kriegt er in der nächsten Runde, sollte ich über losgehen, die Bahnhofskarte umsonst. Ja, ne? Oh, der feine Herr. Oh! Was sagt der Flo dazu? Na, bevor der das an. Was würde der Flo sagen? Würde er sagen ja oder nein? Echt jetzt? So, das genau. Was würde der Flo sagen? Genau, was sagt der Flo? Und schon weg. Ja, was sagt der Wenn Flo? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, sah es eigentlich ganz gut aus. Okay. Leute, ich dachte, jetzt geht er einhören. Jetzt geht er einhören. Jetzt haut er noch einen Gang rein. So. Ja, ja. Wie viel Geld hat er eigentlich? Ja, da oben steht's. Wie viel hat? So, was würde der Flo dazu sagen? Nimm es. Nimm es. Ich darf ja nichts dazu sagen. Das ist ja das Groß und Warum sprichst du dann die ganze Zeit? Ja, weil keiner was hier sagt, deswegen. Es ist schließlich ein Let's Play, weißt du, da musst du ein bisschen quatschen, ne? Das ist ein bisschen mit Verhandlungen, ist klar und gut, aber du musst da ja neben dem, dass du darüber denkst, was du machen könntest. Sprech doch einfach mal miteinander und klärt das so, anstatt immer nur so. Lass es so ruhig klären, das ist ja kein Problem. Ich würde sagen... Sollen wir das draußen klären? Nein, wenn alle Straßen weg sind, dann kann man das ja auch offensiv machen, so von wegen, hier wird das, wird das und sonst was. Aber dass jetzt nicht alle Straßen weg sind, kann das natürlich ein Risiko sein, wenn du das so jetzt so verhandelst. Weil im Endeffekt ist das ja so, wenn man das ganze Puzzleteil zusammen hat, natürlich, dann hat man aber einen extrem riesengroßen Vorteil, weil man halt Gebäude bauen kann. So, dieses Gebäude bauen ist natürlich ein großes, ist natürlich ein richtig heftiges Problem, wenn du darauf kommst. Zwei Runden. Ja, eine Runde entspricht, glaube ich, einem Monat wegen des Gehalts. Also frage ich dann wieder nach. Komm. Mein Hut schon wieder! Das Ding ist aus Metall, wieso fliegt der immer weg? Ich weiß es nicht. Du spielst Fußball damit. So, der einzige Bahnhof, der dir nicht gehört. Der Hauptbahnhof. Ich kontrolliere alle Himmelsrichtungen, nur nicht den Hauptort. Hussa! Hussa!
Hossa, Hossa. Badstraße, ja, das haben wir doch gar nicht gehabt. Ja, ja. Diese Straßen gibt es auch noch. Ich hör's mal Geld. Auf geht's. Money, money, money. Los, not funny. So, willst du die haben? Das ist die günstigste Straße in diesem Spiel. Oh ja. Dann kauf sie. Dann bist du begeistert. Ich bin aber extrem begeistert, weil ihr alles so schön verhandelt die ganze Zeit. Das Spiel so ein bisschen vor sich her stockt. Sollen wir durchziehen? Das Ding lädst du als ein Video hoch. Ja, aber selbstverständlich. So, eine 7, das ist leider nicht die Zahl, die ich haben wollte. Das ist der Opernplatz. Das ist doch gut. Das hört sich super an. Oh ja. Ja, mir hilft mir das zu sehen. Guck mal da. Gib ein Like. Alles, was der Schubkarre wehtut. Ja, alles, was der Schubkarre wehtut, das kannst du gerne, ne? Ich hab am wenigsten Geld in der Tasche. Ich kann so in die Werkstatt kommen, kostet so. Yeah, bad, 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 bad. Shut the fuck up! Einmal kurz feiern, danke. Bist du schnell gefahren. Darfst auch mal ins Kittchen. Kriegst kein Tür. So, jetzt sind wir alle mal im Kittchen gewesen. Aber ist doch nett, dass sie seinen Wagen vor die Tür stellen. Ja, klar. Du musst ja das ganze Blut, was da drauf liegt, sehen, weil ich ja jemanden überfahren habe und deswegen. Turmstraße, das ist das Gegenstück von der Badstraße. Ich krieg Geld! Das war der schönste Tag in meinem Leben, oder? Ja, mein Portemonnaie ist mein Buch. Das sag ich nur dazu. Gut, Flo. Ups. Was macht ihr denn? Auto hat pausiert. So, der Badstraße, der besitzt ja gut. Wie kann man den Smiley verändern da oben? Mit B. Ja. So fühle ich mich auch so ein bisschen. Ja, es kommt keiner auf die Badstraße. Ja, so, dann Turm, krieg ich die Turmstraße und dann aber die Badstraße. So, Schlachtschiff. Zug 14. Sag mal, ist die Badstraße jetzt hinter der Straße? Ja, da vorne ist die Turmstraße und da kommst du jetzt genau drauf. Du hättest ein Imperium gehabt damit. Wäre der Flo nicht drauf gekommen. Du kommst jetzt genau mit dem Pasch auf die Turmstraße. Die Flo gerade. Die eben gerade Flo geht. Ah, dazwischen war noch ein Feld, scheiße. Ja, 4 kostet dich das. Jede Mark zählt. Ach, das kann wieder dauern, Leute. Ja. Vorspulen. Solche Sachen machen Monopoly gerade interessant. Selbstverständlich, ja, ne? Aber es ist ja einfach so, dass... Also du willst meine Turmstraße. Ja. Und er bietet dir das Doppelte. Mehr. Mehr als das Doppelte. Ich will dir nur sagen, du hast mein Angebot, das ähnlich war, abgelehnt. Ich muss mal gucken, was er überhaupt noch hat. Also ich wüsste, was ich machen würde. Dann erzähl's. Danach. Genau, danach. Aber irgendwie ist was du willst irgendwie. Alles schon deswegen, hast du jetzt gerade stutzig gemacht. Ich bin stutzig, ich hab meinen Plan. Ich muss nur aufpassen, dass ich die richtigen Knöpfe drücke. Genau. Die Seite, die da ist, ne, ist die Seite von Björn. Du hast... Okay. Ganz ehrlich, du willst kein Geld von mir für deine Straße. Nee. Dann will er wahrscheinlich... Die Lessingstraße. Aha. Ich hätte eigentlich die neue Straße genommen. Kevin und, wie ist das Wetter draußen? Warte, ich guck mal kurz nach. Wunderschön. Warte. Wunderschön. Ich habe jetzt alle... Ja, ein bisschen regnerisch. Achso, okay. Ganz ehrlich, du willst so eine mickige Straße gegen eine Lessingstraße tauschen? Aber sicher! Boah, Alter, musst du in der Schule schlecht gewesen sein. Nein, ich hoffe einfach nur, dass du halb reingehst. Natürlich. Dass du aus Versehen auf die falsche Taste drückst. Genau, aber ich verstehe. Alter Falter, okay. So, was läuft denn demnächst hier auf diesem Kanal? Also wir haben jetzt demnächst vor, also dadurch, dass jetzt ja noch FIFA läuft, FIFA läuft und Smash Bros. Guckst du Smash Bros. Bei mir? Die Stimme sagt nein, der Kopf sagt, was soll ich jetzt sagen? Nein, das macht doch nichts. Wer Smash Bros. Noch nicht geguckt hat, der kann sich die Teile angucken von Smash Bros. Gibt echt einige ganz kuriose Dinger, weißt du, wo ich echt gedacht habe, so, boah, was für ein krasser Krack. Oh je, also. Was zur? Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. What
Das würde ich voll einnehmen. Oh je, oh je. Das würde ich richtig nehmen. Oh je, oh je. Ich würde sofort die Links ist, was ich rausrück. Richtig, du gibst die Turmstraße und die Schillerstraße. Falsch, dafür du kriegst die Turmstraße und die Schillerstraße und gibst dafür einfach nur nein, die neue. Nein, du machst ihn jetzt verwirren. Das ist Kacke. Nein, du machst ihn jetzt verwirren. Nein. Nein, also, du gibst. Links gebe ich her. Du gibst die links Turmstraße. Nein, Turmstraße gibst du her. Dafür gibst du die. Also wirklich, Flo, wie kann man so ein tolles Angebot ablehnen? Also es wirklich. Ja, kann ich verhandeln. Ja, also, nein, vielleicht ist er, aber es ist, er kann das gerne so machen. Also ich bin glaube, knapp bei Kasse, ich muss ein bisschen aufpassen. Bin knapp bei Kasse. Hallo, wer hier knapp bei Kasse ist? Und dann das Doppelte gekriegt, wenn einer auf die Straße gekommen wäre. Hm. Kennst du das? Doch. Das sieht man. Na, er macht das einen relativ gut taktisch, finde ich. Also ist meine Meinung. Er macht auch wenn er überhaupt die Taktik hat, die du im Kopf hast. Ich denke mal fast schon, was aber... Was für eine Taktik hast du denn? Ich darf das doch nicht sagen, weil... So weil, sollte ich meine Geschäftsgeheimnisse ausgeben. So sieht's aus. Und? Ich krieg Geld! Testergebnisse, auf die ja. So, dann ich hin. Okay. Kriegst eine Karte. Rückfuhr auf dem Opernplatz! Wenn du über loskommst. Kriegst du 200, aber du kommst nicht über los. Dann gerade erst was. So, ja. Yay! Yeah, er surft und surft! Genieß mir mal. Oh, ja, dieses Video wird präsentiert von niemandem. Hier, bitte Werbung einsetzen. Was? ja. So, ich bin wieder dran. Oh yeah! Ich darf endlich mal wieder dran sein. So. So, was muss ich denn jetzt mal würfeln, damit ich ansatzweise was anrichten kann? 5 muss ich würfeln? Danke, einmal weiter. Oder die 6, die 6 ist nee. Super aus. 8 einmal würfeln. Gut, bis dahin komme ich. 5 oder 11? 5, 8 oder 11? Komm schon. Gib ihm! Und 11! Was hast du? Landest du? Will mal dein Rad. In der nächsten Millisekunde bekommst du es gratis. Ah, genau das ist das, was ich taktisch wollte. In der nächsten Millisekunde kriegst du es gratis. So, das ist genau das, was ich wollte. Jetzt hat er 2 Gründe. So, tauschen. Als erstes, warte mal, wie wollte ich das tauschen? Wie wollte ich das tauschen? Genau da, nämlich genau diese Position wollte ich einnehmen. So, wie wollte ich das tauschen? Als erstes glaube ich, ich bin mir nicht sicher, entweder mit Auto als erstes oder mit Zylinder als erstes. Ich glaube mit Zylinder ist es. Nee, mit Auto ist es sinnvoller. Ja, es ist mit Auto sinnvoller. Ich denke laut, das ist auch meine Taktik. Also, Elektrizitätswerk. Bringt mir nichts mehr. Warum bringt dir das Elektrizitätswerk doch, ja, nichts? Du hast ein Wasserwerk! Ich hab's voll vergessen. Ich weiß, was er vorhat. Und dafür möchte ich den Bahnhof. Genau, dafür möchte ich den Bahnhof. Richtig. Ich gebe dir das Elektrizitätswerk, dafür gebe ich dir den Bahnhof. Du gibst mir den Bahnhof und du gibst mir den Bahnhof, ich gebe dir das Elektrizitätswerk. Muss erstmal seinen Anwalt anrufen. Genau, kann auch anrufen, den Anwalt. Ich versuche mir das gerade echt vorzustellen, jemand ruft bei Monopoly wirklich seinen eigenen Anwalt an. Oh, jetzt geht's los. Möchtest du nichts? Okay. Möchtest nicht 150 und das Elektrizitätswerk? 175. Wir machen es wie beim FIFA. So, wie bei FIFA, ja. 175. Jetzt muss er kurz überschlagen. Er kennt die Map auswendig, ich nicht. Ich schon. Annehmen. Ich weiß nicht mal, welches die gute Straße ist. So, deins. So. Dann tauschen wir nämlich jetzt mit dem Zylinder aus. Und zwar Bahnhof tauschen für Bahnhof. Straße. Und zwar, ich gebe dir noch. Wie viel fahren wir mal? Obwohl. Ich weiß schon, wie viel wir dann bezahlen müssen, wenn wir drauf gehen. Ah.
150. So, ich biete dir deinen Bahnhof, den du unbedingt haben willst. Und 150 auf die Hand für die Bahnhofstraße. Biaka. Ne? Denk dran, er hat dann alle drei grün. Ne? Ja. Und du hast nur vier Bahnhöfe. Du hast dann alle Bahnhöfe. Würde ich nur sagen. Sind alle Bahnhöfe. Das ist ja nicht jetzt. Überleg mal, wenn ich auf deinen Bahnhof komme, muss ich 200 zahlen. Hä? Wieso wurde das zurückgesetzt? Weil du auf Abbiegen gedrückt hast. Ich hab A gedrückt. So. Jetzt hast du A gedrückt. Selbstverständlich. Das wollte ich doch haben. So, die Grünen sind meine. Wenn Fortuna auf meiner Seite ist, dann wird alles gut gehen. So, und so handelt man. Echt scheiße. Ich hab mein Eisenbahn-Imperium, jetzt bin ich zufrieden. Das kannst du aufgeben. Ja. So, und jetzt heißt das für mich natürlich so ein bisschen Risiko fahren, aber andersrum, ich habe die Grünen. Scheiße. Und das wird jetzt teuer, wenn man drauf kommt. Muss ich jetzt hier die Codes eingeben und nur noch Tasche durch. Also du darfst auf keinen Bahnhof mehr, das wäre schlecht. Und niemand gibt ihm Geld, bis er auf einem meiner Bahnhöfe landet, dann ist er bankrott. Meine. Ach, die Bahnhöfe, damit hat es damals auch angefangen. Ja, selbstverständlich. Das könnte schon mal von Häuser zu bauen. Den ist schon nicht so. Ja, mit 29 Häuser bauen, glaube ich, würde ein bisschen vage sein. Geht alles. Du willst die Schlossallee? Was will ich mit der Schlossstraße? Was? Hast du dir das überhaupt erstmal richtig angeguckt? Ja, ich habe doch gesehen, was du angegeben hast. Ja, also ich hätte dasselbe gemacht wie Björn, hätte ich gesagt. Weil was soll er mit der Schlossallee? Den bringt ihm nichts, weil ich habe die Parkstraße. Den bringt das gar nicht. Oh, mein Imperium ist gewachsen. Ich führe. So. Und jetzt lande ich auf grün. Nee, das ist ja sehr weit weg. So, nur zu Besuch. Ich bin aber nicht mehr im Knast. Hast du mir knapp verpasst. Darf ich, Moment, wenn ihr ne, wieso darf ich ihn besuchen und werde diesmal nicht selber eingebrochen? Weil du vorm Knast bist und nicht auf dem Knast. Was? Du bist nur zu Besuch. So. Wer sitzt überhaupt im Knast? Niemand. Keiner mehr. Du suchst dich selbst. Ich guck so, auf. Björn! Du darfst auf meine Felder. Komm und rutsch. Du darfst auch auf meine Felder. Die Kasse klingelt, die Kasse klingelt. Bahnhofstraße. Schon mal gekriegt. Ah! Ja. Die Kasse klingelt jetzt nicht ganz laut, aber sie klingelt. Ja, das muss sie. 56. Ist aber auch schon eine Länge heu. Ich kontrolliere alle Himmelsrichtungen. Ja. Natürlich, das Bahnhofs Imperium ist natürlich ein relativ sinnvolles Imperium. Sind, glaube ich, alle 10 Felder auseinander, oder? Ja. Das ist vollkommen richtig. So, da kann ich mich wieder raushalten. Ich hab mein Geschäft getan für heute. Hast du gesprüht? Entweder ich habe das Geschäft getan für heute oder für gestern oder für vorgestern, je nachdem wie ich das schneide. Was will er von mir haben? Also, er möchte die Schillerstraße, dafür kriegst du die Badstraße und Geld. Also. Du wolltest dich doch raushalten, ne? Ich wollte mich raushalten. Er hat doch nur gesagt, was das ist. Ja. Was habe ich denn unten rechts? Ich habe eine braune. Du siehst auf genau, du hast, also als Hilfe kann ich dir auch gerne geben, du hast die andere braune Straße. Ist das ein Pärchen oder ein. Das wäre ein Pärchen, aber das wäre das schlechteste Pärchen in diesem gesamten. Aber es wäre ein Pärchen. Das wäre ein Pärchen, richtig. Das wäre ein Pärchen, aber das schlechteste. Nee, ich meine damit, das sind nur zwei braune Straßen. Es gibt nur zwei das braune Straßen. Das wäre Straßenzug jetzt schon wieder. Genau. Und er würde jetzt zwei gelbe haben, es würde ihm aber eine gelbe noch fehlen. Ja, ich konnte mich raushalten. Was guckt denn der Kevin da gerade? Also, was guckt der Kevin da gerade? Was Chiro erklärt hat, so.
ja, in einem Magazin der Gazzetta. Okay, und was erzählt er mal? Ein Pasch und das tut weh. Das ist natürlich nicht so vorhergesehen gewesen. Was stand da? Einwohnermeldeamt? Einkommenssteuer. Das ist, was er jetzt gerade kriegt, verliert er gerade. Genau. Ich kenne das. Du bist wohl nicht befördert worden, was? Nee. Sorry. Nope! Nope! So. Und ich muss es wieder abgeben. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich... Also es ist natürlich genauso schlimm, wie wenn ich auf Flo's Bahnhöfe komme, aber es ist ja dann, da ist es dann irgendwie. Jetzt ist es so, als wärst du auf dem Bahnhof gelandet. So ungefähr. Bloß das Geld hat der Flo nicht gekriegt. Ach, ich darf ja nochmal würfeln. Ich habe einen Pasch gewürfelt. Ich wollte. Du bist leider, dass du es erkennst. Also irgendwie... Ja, ich muss noch eine Runde irgendwie rumkriegen langsam. Das kann schwierig werden. Ja. Wem gehört die? Ja, wem gehört sie? Kannst du doch noch mal, du kannst dich nochmal selber fragen. Dann wirst du dir erfahren. Ich weiß nicht, wem die Straßen gehören. Lass sie doch mal. Dir! Ach, gut. Ich krieg Geld. 16. Runde. Okay, ich stehe gerade da. Wir spielen schon 16 Runden Monopoly. Ich hoffe, ihr seid von Anfang an dabei gewesen. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Dann blättert ihr zurück. Ihr seht aktuell, wie es aussieht. Ich bin relativ arm dran, aber gar nicht so arm, weil das war taktisch gesehen. Weil die Taktik war ja meinerseits eigentlich gewesen, jetzt kann ich es ja offensiv sagen, so von wegen die Grünen wenigstens zusammenkriegen. Weil wenn ich werde wahrscheinlich die Schlosserallee oder eh nicht von dem Kevin kriegen. Und das macht aber auch nicht so viel. Denn überleg mal, du hast die teuren Straßen als Zusammenkunft. Natürlich, du hast jederzeit Pech, dass du von jedem Flügel die Bahnhöfe da nicht kriegst, ne? Aber die Sache ist die, der Kevin hat einen Bahnhof gehabt, ne? Und klar, er wollte das Elektrizitätswerk. Ja. So, und dann hast du natürlich überlegt, na, was machst du denn? Am besten, wenn du die andere Grüne noch haben willst, die der Flo ja hat, musst du dann natürlich erstmal den Kevin fragen, so von wegen hier, ne, Maxima, ja, das Elektrizitätswerk rausrücken. Das Elektrizitätswerk kriegst du für den Bahnhof, den der Flo ja unbedingt haben will. Wem gehört die Wiener jetzt eigentlich? Oh. Oh. Immer noch Björn. Immer noch dem Björn. Ich dachte, die wäre schon bei Kevin. Nein, Gott sei Dank noch nicht. Ich will mich ja jetzt nicht aus dem Fenster hängen, aber das kann, würde ich mal sagen, die nächsten 5 Runden der Fall sein, dass sich das doch vielleicht noch ändert. Das war so schön früher beim richtigen Monopoly, da hatte ich alles in Kartenform vor mir und konnte sagen, wer so, das Schlimme dabei ist, du bist auf dasselbe Feld gelandet wie ich. Ja. Das heißt, das Geld, was du jetzt eingenommen hast, darfst du gleich wieder ausgeben. Kommt immer wieder alleine. Ja, beim Brettspiel bin ich jetzt halt ohne drauf. Könnt ihr nicht ein Feld weiterlaufen, dann wird das Geld wenigstens sinnvoll verwendet. Nee, wird's nicht. Doch. Ja, jetzt wenigstens der Staat und kein Bürokrat. Hey, ich bin Eisenbahnunternehmer. Soll ich doch nur.